So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wo ist denn eigentlich mein Ordner hin? Sag mal, OBS, Dankeschön. Mach deinen Scheiß. 6 Folgen. Okay. Fangen wir zu. Ich hab so viel Gras im Haus. Digga, was geht? Weg mit dir. Nee, du kommst nicht rein. Blumen auch nicht. Du da rein. Gut, alles andere kommt mit Lager. Ich bin verloren. So, und Blumen kam auf die andere Seite, ne? Ja. So, okay. Gut, dann können wir eigentlich auch das Ding ja Quatsch mitnehmen. Den Chor lasse ich erstmal noch hier. Der ist mir zu hardcore. ich würde gerne vorher mal bei meinen AKWs nachgucken. Gucken, ob die wirklich so sind, wie ich sie mir in Erinnerung gehalten habe. Wann kommt hier der nächste Zug? Ich möchte zu meinem AKW. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich nehme zu selten die Treppen, habe ich das Gefühl. So. Das hier ist ja Spawn Hauptbahnhof, genau. Das hier ist ein Ronixdorf. Aber nicht mein Hotel. Wo ist denn der Zug zu meinem Hotel? Kein Zug. Spawn City. Small Villa. Zug hält alle 4 Minuten. Heide Hotel. Apfelplantage. Richtung Sakushi. Derzeit kein Zugbetrieb. Spawn City. Städte Express. U-Bahn. Ich glaube, müsste der Zug hier sein. Aber ich bin mir nicht sicher. So, wollen wir mal gucken. Achso, die U-Bahn unter mir. Ich wollte mich gerade schon, warum höre ich die ganze Zeit die Geräusche, obwohl kein Zug zu sehen ist? Aber ja, klar. Eben. Unter uns fährt die U-Bahn. Ganz vergessen. Ich glaube, müsste das gleiche sein. Na dann. Bleiben Sie mal stehen hier. Dankeschön. Fahren wir mal eine Runde mit dem Zug. Ich finde es schade, dass dieser ICE immer nur so eine kleine Windschutzscheibe hat. Den finde ich bei diesen gelben U-Bahn-Wagen so schön, dass man da halt so schön viel sieht. Aber hier bei dem ICE, man sieht halt hier kaum was. So, bin ich mal gespannt. Das Gleis müsste eigentlich nach rechts weggehen. Ja, genau. Okay, also doch richtig. Der fährt erstmal zu meinem Hotel und von dort aus fährt er dann weiter zu meinem Ronixdorf. Next Station Everwood. Dankeschön.
Ich glaube, ich würde die Dinger hier lieber ein bisschen verbessern. Wobei ich weiß nicht, kann man die, sieht man das von oben? Wahrscheinlich, ne? Nee, nicht wirklich. Nee, das geht. Dann würde ich nämlich hier die beiden, hier die Platten rausnehmen, dafür dann diese Blöcke dahinter setzen und dann hier vor so eine schrägen machen. Dürfte wahrscheinlich besser kommen. Glaube ich. So. Mein scheiß riesiges AKW, was so scheiß riesig ist. Alter, sind die Dinger so scheiße groß, wenn man davor steht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, richtig. Juhu. Und dann hat man hier noch einen Sims drumrum. Ob ich den auch machen werde? Ja, vielleicht. Macht sogar Sinn. Und hier heute gebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, auch 11. Ja, genau. Also quadratisch praktisch gut. Also. Als Würfel. Na, und da drinnen sieht man schon, ne, da ist halt eine Lücke und dann kommt das eigentliche AKW. Und genau sowas werden wir auch bauen. Man sieht schon durch die ganzen Aussparungen, die man hier hat, rum ein bisschen weniger als 60 Blöcke, 600 Blöcke. Weil eigentlich brauchen wir 602 Blöcke, aber zwei Blöcke sind schon alleine dadurch weg, dass wir ja die Tür haben und die zwei Blöcke braucht. Deswegen sind es genau 600 Blöcke. Und ja, aber dann müssen wir nur gucken, ob wir da auch Fenster denn bauen. Wahrscheinlich macht Sinn. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich würde schon ein Fenster bauen. Einfach, weil es cool ist. Okay. Also war die Grundidee so schon mal ganz richtig. Dann. Let's go. Fangen wir es an. Well, falsche Richtung. Erstmal direkt in die falsche Richtung gerannt. Ja, moin. Damit wissen wir schon genau, was uns während der Bauphase drauf zukommt. Oh, Alter, hier, Alter, was ist denn hier los? Maulwurf-Attack. Digga. Geht aber gar nicht. So. Wir brauchen. Ist nicht dein Scheiß Ernst. Die Blöcke sind radioaktiv. Verdammt. Oh nö. Gut, damit hat sich das dann erstmal direkt erledigt. So, danke dafür. Scheiße, die Dinger sind radioaktiv. Verdammte Kacke. Achso, ja. Ich wollte gerade wegpacken, aber unser ganzer Stuff ist gerade irgendwo ein bisschen abseits. Oh, verdammt. Oh, nö. Gut, dann müssen wir die also ganz schnell abbauen. Verdammt, das ist ja richtig übel. Oh Mann, ey. Geil, geil. Das ist ja gut gelaufen. Oh, verdammt. Ich komme gar nicht mehr in die Nähe, ne? Weil ich jetzt auch keine Rüstung mehr habe. Aber wobei, ich kann ja erstmal so unsere Knochen aufsammeln. Oh, verdammt, Alter. Alter, aber die Blöcke, die ziehen ja richtig rein. Ich hatte eine Rainbow-Ohr an, müsst ihr verstehen. Ich hatte eine Rainbow-Ohr an. Und so ein paar Blöcke. Die haben mir am Anfang direkt den halben Balken weggezogen. What the fuck? Alter, wie krank sind die Dinger bitte? Okay. Der Radius ist also nicht viel weiter. Verstehe. Ich hatte jetzt gedacht, oh, der Radius ist viel weiter dadurch denn, aber es ist wirklich nur die Stärke, die höher ist.
Okay. Wie weit ist denn die Range? Die muss ja sehr klein sein. Oh, ah, da kommt er. Da kommt er. Okay. Boah, Alter. Ja, also die Range ist tatsächlich doch sehr klein. Aber wenn du halt nah genug dran bist, dann ballern die halt wirklich komplett weg. Das ist ja gut zu wissen. Okay, sind sie also zum Glück doch nicht so gefährlich, wie ich dachte. Ich dachte jetzt, dass hier direkt das gesamte Gebiet verstrahlt ist oder sowas. Aber da sind sie wirklich nur aus der nächsten Nähe sehr gefährlich. Aber wie gesagt, ich meine, Rainbow Ore, Leute. Die haben das Ding weggefressen wie nix. Like, what the fuck? Oh, schnell. Oh, das überlebe ich nicht. Alter, das überlebe ich gar nicht. Oh mein Gott. Aua. Aua, aua. Oh mein Gott. Alter. Digga! Ach so, ich weiß gerade gar nicht. Hatte ich gerade die Rainbow überhaupt angezogen? Nee, ne? Ich hab die gerade vergessen anzuziehen, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich hatte die gerade gar nicht an. Aber gut, jetzt ist es unschädlich. Jetzt sind sie eingesammelt. Von daher machen sie jetzt auch nichts mehr. Von daher easy. Alles gut. What the fuck? Digga, das ist krank. That's fucked up, boy. Ich glaube, ich baue davon einfach mal ein paar am Spawn hin. Naja, ihr könnt auch ruhig bleiben, so, ne? Ich lasse das Ding einfach mal da. Könnt sich andere Spiele mit vergnügen. Alter. Das ist schon ordentlich. Also, das ist schon echt nicht schlecht. Ey. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, wir müssen mal überlegen. Die Frage ist, wie machen wir hier Fenster rein? Also Fenster sowieso nicht, sondern hier dieser Gitterstrukturen. Ich weiß gar nicht mehr, bei meinem anderen AKW-Dingers, da hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das da gemacht habe. Ich glaube, da hatte ich erstmal oben zwei. Achso, wenn ihr übrigens so absolute Flugzeuggeräusche hört, ne? Hier ist, ich bin ja Schönefeld, also in der Nähe von Schönefeld. Und hier ist die Ila. Also. Hier diese Flugzeugshow. Da fliegen ab und zu mal ein paar Jets vorbei. Was ich sagen wollte, genau. Das Ding ist 11 hoch. Dann würde ich. Was ist da hinten für ein Kackwurst? Da hat jemand die Markierung gebaut, war ich das? Ja. Da habe ich zwei Lücke, dann zwei Fenster, dann wieder nee, war eine Lücke, dann wieder zwei Fenster. Das heißt 2, 4, 7. Das heißt, ich habe Vierer Höhe. Das heißt, wenn hier die Tür ist. Hab vergessen, die Lücke zu lassen.
So. Ne, da können ich bitte die Lampen rein. So, das ist ja schon eine Viererhöhe, ne? Ja, genau. Die sieht aus wie so ein Gesicht. Auge, Auge, Nase. Lol. Fenster. Ja, für mein Breit ist gut. Ich verstehe nicht. Ich habe ja schon öfters mal gesagt, ne, dass ich diese Geräusche nicht verstehe bei meinem Test. Also jetzt nicht nur bei meinem Test, gibt es auch andere Spiele, die das gleiche Problem haben. Warum? Kein Stahlblock auf der Welt klingt so. Das so klingt es, wenn du eine Aluleiter hochgehst. Das ist weder Alu, noch ist das hohl, sondern es ist ein massiver Stahlblock. Das Ding gibt, wenn überhaupt, gar kein Geräusch von sich. Außer du hast mit einem Stahlhammer gegen oder sowas. Und ich, ja, wir laufen hier, also entweder barfuß, keine Ahnung. Oder halt mit irgendwelchen anderen Sachen. Also, ja, ist keine Ahnung. Ist ja. Keine Ahnung, was die hier gefressen haben. So. Ich hoffe mal, ist so richtig alles hier. Ich habe keine Ahnung. Aber davon ganz viele. Aha. Das sollte soweit richtig sein. Wie komme ich jetzt irgendwie da runter? Brauche ich mal Baugerüst. Habe ich dort dabei? Nö. Ja, gut. Gut, ich meine, das Dach können wir noch bauen. Wenn wir dann in den Reaktor bauen, kommen wir auch wieder nach oben. Ist das jetzt hier eigentlich... Aua. Eigentlich alles korrekt? Es sieht korrekt aus. Ja. Die Frage ist, wo ich hinten auch noch Lampen hin? Ich glaube, beim anderen AKWs habe ich hinten auch Lampen, ne? Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Hab schon wieder alles vergessen. Gibt's doch gar nicht. Hier ist mein Glück rein. Egal. Wird doch gleich in Berlin. Der sieht aus wie so ein Gesicht, ganz ehrlich, sieht aus wie so ein alter, weiser Mann, der so zwei Augen hat, so, ne, weil er alt ist, ja, die Augen hat das halt so fast zu. Wie so ein, weiß nicht, wie so ein asiatischer Gelehrter, ne, diese ganz alten, ganz, ganz kleine Stuppnase hier so in der Mitte. Und dann aber, ne, diese riesige Stirn, wo du so diese beiden Denkfalten hast. Einfach so hier so eine Denkfalte und da so eine Denkfalte. So ganz alter, weiser Mann. Mein Sohn, wenn du alt bist, wirst du verstehen, dass du älter bist als jetzt. Und andere tiefgründige Gedankengänge und so. Ja. Die sind da bekanntlich bekannt für ihre Weisheiten.
So, gehen wir mal pennen. Es ist Nacht. Guck mal, wie dunkel es ist. Lass mich schlafen, du Hund. Ach, leck mich doch. Gut, dann hole ich gleich mal ein bisschen Dirt. Achso, siehst du, und kann gleich mal das Urani zurückpacken. Das hat sich ja direkt erledigt. Wobei ich jetzt mal ganz kurz. Ich würde gerne mal gucken. Gut, dann sterben wir halt gleich wieder. Ich würde gerne mal gucken, welche das hier hin platziere. Das ist ja jetzt der 07er. Wie gesagt, wir haben unsere Rüstung an. Oh, Alter. Habt ihr gesehen? Oh. Ich glaube, das war gar nicht so schlau, ne? Wir müssen schneller sein als der Zufall. Ha! Geschafft. Jetzt würde ich gerne mal probieren. Oh, wir sind voll. Würde ich gerne mal probieren. Also, natürlich kommt jetzt mal wieder nach da. Ja, sehr gut. Zieh mal die Hose an. Zieh mal die Schuhe an. Und das atmet erstmal durch die Hose. Dankeschön. Würde ich gerne mal probieren, wenn wir jetzt so einen Nullerblock nehmen. Ne, also mit, wo er eigentlich dann nichts mehr drin ist. So ein. Ob der denn tatsächlich auch noch radioaktiv ist? Vielleicht doch ein bisschen weiter weg vom Haus, damit wenn wir hier jetzt respawnen, nicht halt direkt am Arsch sind, so. So hier zum Beispiel. Bam. Tatsächlich. Okay, ist also einfach alles, was Uran hat, ist, böse. Oder war das noch eine Nachwehe von davor. Ne, es scheint wirklich der Block zu sein. Aber er ist schwächer. Oder auch nicht. Gut, so viel dazu. Gut, ich glaube, da brauchen wir gar nicht gucken. Wenn ich jetzt einen Sima-Block baue. Ich habe so viel Scheiße dabei. Oh Mann, nackt. Wenn ich jetzt einen Sima-Block baue. Also hier mit, nicht 7er, sondern 3,5er. Der dürfte der wahrscheinlich genauso stark sein. Ich glaube, das ist dann einfach ein Einheitswert. Und alle Blöcke sind gleich radioaktiv. Schätze ich mal. Also, weil, wenn das nicht so wäre, dann dürfte auch der Nuller überhaupt nicht mehr radioaktiv sein. Weil er da eigentlich dann kein Uran mehr drin sein dürfte. Ich habe nur leider gerade kein 7er Zeug dabei. Parat. Ich glaube, das letzte Uran, was wir angereichert haben, das haben wir passend angereichert, ne? Da haben wir genau so viel genommen und so viel eingeschmolzen, wie wir auch gebraucht haben. Einzige, was wir halt noch haben, sind Stäbe. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar, ne? Nö, auch nicht. Okay. Ich meine, wir können einschmelzen, so. Wir haben ja den ganzen Stuff hier. Ne? Ist ja noch eine Menge da. Aber, nö. So. Wow, haben wir direkt mal 5 Knochen dazu bekommen. Nice. Hat sich die ganze Sache doch gelohnt. Let's go. Wir haben immer noch die Stahl. Warum sind wir hier im Zoll nach Hause? Ach ja, Dirt. Genau, wir wollten Dirt holen. Für Baugerüst. Bauen. So, danke dafür. Dann haben wir ein bisschen Dirt. Dancing. Und dann würde ich doch gerne nochmal gucken hier. Haben wir hier was drin? Nö, gar nichts. Schade. Wir müssen mal unsere Ender-Chats befüllen. Da haben wir auch immer schön Stuff am Spawn. Ha. Siehst du, eigentlich könnten wir da ja den Stuff reinmachen, den wir hier im Backpack haben, ne? Den hier, den ganzen Scheiß. Könnten wir eigentlich reinklatschen in die Ender Chest. Ich meine, gut, direkt in der Tasche zu haben, ist natürlich noch praktischer, weil wenn du stirbst und irgendwo respawnst, hast du ja auch automatisch sofort den Stuff von der Tasche. Also, vielleicht doch sogar besser mit der Tasche. Aber kommt ihr mal zu? Hey. Ich folge mal dem letzten Zug zu Fuß.
Nee. Mit der Stamina dauert zu lange. Da steppt der Bär auf den Tisch. Aber. Petri fuhlt. Gut. Ich würde aber mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.